this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Ja, Gott sei Dank. Willkommen zurück zu Two Point Hospital, Folge 7. Und wir haben gerade gelernt, dass wir jetzt keine Fallschirme mehr brauchen, um zu dieser schönen Burg zu kommen, auf dieser kleinen Insel hier vorne. Sondern es eine Brücke gibt. Gott sei Dank. Ja, das ist der dritte Ort, der freigeschaltet wird. Können wir uns ja demnächst mal angucken. Ich würde aber schon sagen, dass ich hier erstmal noch ein bisschen in meinem zweiten Krankenhaus weiterspiele, bei Lower Bollocks. Bollocks heißt ja verrückt, also wahnsinnig. Oder ein bisschen nicht ganz richtig im Kopf. Insofern ist der Name Programm, denn hier geht es ja vor allen Dingen um psychiatrische Patienten. Beziehungsweise hier ging es ursprünglich darum, aber wir haben womöglich zu viele Krankenpfleger. Wie viele habe ich denn? Aber mittlerweile gibt es ja hier doch ein paar mehr Krankheiten. 5 Krankenpfleger sind schon zu viel. Aber ich werde die doch jetzt nicht rauswerfen. Das passt schon. Das passt schon, Leute. Ich könnte ja hier vielleicht mal einen Krankenpfleger mehr reinpacken. Aber irgendwie werden momentan nicht so viele Leute irgendwie eingewiesen. Also, eingewiesen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Wie heißt das dann? Stationär behandelt. Alter Falter. Ja, irgendwie geht das nicht schnell genug hier mit dem Abarbeiten der ganzen Kranken in den normalen... Oh, guck mal, hier stehen jetzt schon 5 Leute an. Eieiei. Das ist nicht gut. Die werden irgendwie nicht fertig. Was ist hier? Einige Stationspatienten, bla bla bla. Ja, das nehmen wir an. Reporterbesuch. Okay. Wilber von der Lippe möchte gerne. Krankenhausattraktivität von 70%. Puh, von mir aus kann nicht so schwer sein. 57%. Wie steigere ich die denn? Durch schöne Sachen. Steigert man die durch schöne Sachen? Und dann kann ich noch ein paar Juckerpalmen überall hinbauen. Ich meine, davon haben wir nur echt noch nicht genug. Hier zum Beispiel, da ist noch keine Juckerpalme. Gucken wir mal kurz. Ich habe 57%. Jetzt habe ich 58%. Soll ich einfach noch ein paar Juckerpalmen überall hinsetzen? Dann läuft das. Oder ich packe noch ein paar Pflanzen hier. Hier drüben, hier kann zum Beispiel noch eine hin. 59%. Hier kann noch eine hin. Oh, das hat gar nichts gebracht. Shit. 60%. Guck mal, wie schnell das geht. Ich kann ja auch vielleicht noch ein paar Sachen freischalten. Ich habe ja noch Kudosh, diese Währung zum Freischalten. So, hier stehen mittlerweile auch die Leute immer so ein bisschen arg an dem Getränkeding. Dann nutze ich das mal, dass ich Sachen machen soll, um die Attraktivität zu erhöhen. Und stelle einfach noch ein paar Automaten und sowas auf. Was gibt's denn noch? Was kann ich noch freischalten? Energy Drink Automat ist zu teuer. Was ist mit Klimaanlage? Weiß man denn, was das dann bringt? Senkt die Temperatur? Ja, danke. Ist ja auch eine Klimaanlage. Schon klar. Löscht den Durst, nicht die Hygiene. Bücherregal, verringert die Langeweile. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Anatomieposter. Weiterbildungstempo. Mhm. So ein Sehtest ist doch vielleicht nicht so schlecht. Und eine Ernährungspyramide. Komm, ich schalte jetzt mal so ein paar billige Sachen frei. Dann kann ich hier mal so ein bisschen ein paar mehr coole Sachen aufhängen. So ein geiler Rohrschachttest ist ja auch mal super. Guck mal, da kann man hier, während man wartet, kann man direkt einen kleinen Rohrschachttest machen. Und hier hängt eine Ernährungspyramide. Und ein Sehtest. So. Schon ist der Wartebereich mega unterhaltsam. Aber die Attraktivität hat sich nicht erhöht. Pflanzen und andere dekorative Objekte. Ich dachte eigentlich, dass ein Rohrschachttest ja wohl reichen müsste, um hier hart zu dekorieren. Na gut. Machen wir mal noch ein paar Sehtests hier in die Arztzimmer. Da gehören sie ja an sich auch hin. Die Ernährungspyramiden ebenfalls. Und der Rohrschachttest kommt natürlich in die Psychiatrie. Hier so. Zack. Immer noch nur 60%. Hm. Wo ist denn eigentlich der Radioreporter?
Ach, die war gerade in der Psychiatrie. Jetzt läuft sie in die Entleuchtungsklinik. Na, gucken wir doch mal. Da ist doch aber gerade niemand. Kann sie sich gerne angucken, aber da ist halt keine Sau. Oh mein Gott! Was ist das für eine Maschine? Und ich gehe wieder. Ja. Oh nein, sie besucht die Toiletten. Aber die sind doch immer voll und schmutzig. Und, ah! Das ist nicht gut. Oh Gott, dieses Krankenhaus ist einfach viel zu voll. Hier sind viel zu viele Leute. Scheiße. Kann ich noch irgendwo eine Arztpraxis hinbauen, eine normale? Ich scheine einfach sehr viele davon zu brauchen. Kommt, ich baue jetzt hier noch so eine normale Arztpraxis. Hier. Einfach um das Ganze noch ein bisschen zu entlasten. So. Da müssen dann natürlich noch... Kann noch Feuerlöscher hinmachen. Und... alte Yucca-Palme. Und natürlich noch eine andere Zimmerpflanze. Die kommt hier hin. Und das Sehtest hier hinten. So. Passt. Neue Arztpraxis. Ich hoffe, das wird dann jetzt schneller gehen. Ich kann ja vielleicht noch einen Arzt... Wobei, ich habe 5 Ärzte. Wie viele Ärzte soll ich denn noch einstellen? Ja, ich kann ja den hier noch nehmen. Setz mal noch einen Arzt dahin, dann kann das ein bisschen mehr durchrotieren hier, der ganze Shit. 62% Krankenhausattraktivität. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch viel mehr gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Plakate, die ich hier an die Wand hänge, die bringen gar nicht so viel. Kann hier noch einen Erleuchtungsposter hinhängen. Aber irgendwie ist das alles relativ sinnlos. Was ist hier passiert? Sehr gut, Patienten, bla bla bla. Genau, das waren die aus dem anderen Krankenhaus. Die habe ich jetzt vernünftig behandelt. 3 von 4. Besser geht's nicht, würde ich sagen. Mehr kann man nicht erwarten. Und die Nachrichtenfrau, die Reporterin, die ist auch zufrieden. Ja, die ist super zufrieden, weil es einfach ein geiles Krankenhaus ist. Wie erhöhe ich denn jetzt noch weiter die Attraktivität? Genügend Sauberkeit. Da könnte man überlegen, ob man hier reduziert Abfall. Wie ist das mit den anderen Abfalleimern, die es hier noch gibt? Gibt doch die Mülltonnen noch. Reduziert Abfall, aber muss seltener entleert werden. Ach so. Kann ich noch irgendwas machen, was... Schon gewusst, vom Reiter Finanzen kannst du die Preise erhöhe, die senke. Nö, will ich gar nicht gerade. Was haben wir denn hier noch so? Erhöhe die Krankenhausambiente und Ausstellungslevel, Zeichnung. Ja, können wir noch ein paar Kinderzeichnungen hier. Auch wenn es jetzt keine Kinder gibt in dem Krankenhaus, aber egal. Telefon bietet Unterhaltung. Oh, guck mal, eine Uhr erhöht die Krankenhausattraktivität. Das ist doch genau das, was ich brauche. Ich werde jetzt überall Uhren hinhängen. Das wird super. Hier kann zum Beispiel eine Uhr hin. Bam. Immer noch 62. Hier müssen wir eine Uhr hinhängen. So. Dann seht ihr alle, wie lange ihr warten müsst. Ewig lange. In der Psychiatrie sollte man, glaube ich, keine Uhr aufhängen. Das ist eine schlechte Idee. Aber hier zum Beispiel bei so einem Arzt im Zimmer, da kann man eine Uhr hinhängen. So. Aber wieso erhöht denn das die Attraktivität nicht? Ich hänge doch überall Uhren hin. Ist das nicht genau das, was ihr wollt? Mist. Na gut, dann Zeichnung. Dann... Hier vorne in der Ecke, da ist die Kinderzeichnungsecke. Aber auch das bringt nichts. Are you not entertained? Are you not entertained? Ja, können wir hier noch... Hier... Es bringt überhaupt nichts. Instandhaltungsbenachrichtigung. Pflanzen brauchen Wasser. Ah, so. So, das hier sieht doch auch noch ganz nett aus. Kommt. Da kommt hier noch ein geiles, modernes Kunstwerk an die Wand.
Okay, also jetzt fühle ich mich langsam verarscht. Ich habe den ganzen Scheiß hier hingeklatscht und das bringt gar nichts. Es ist immer noch bei 62%. Beförderung. Wer wird befördert? Die Assistentin Ginny. Ist das nicht die Freundin von Harry Potter? Naja. Gut, dann kriegt er jetzt noch einen Hausmeister. Noch irgendwie so einen richtig geilen Typen, der hier alles super hausmeistert. Das wird doch total super. Zumindest habe ich mal diese ganzen Leute abgearbeitet, die hier ewig gewartet haben auf ihre Diagnose. Das sollte ja eigentlich auch schon vom Krankenpflegerzimmer... Eben hattet ihr noch zu wenig Krankenpfleger, jetzt habt ihr zu viele, jetzt habt ihr zu wenig. Also irgendwie... Kann ich der Krankenhausaktivität auch noch, Attraktivität auch noch irgendwie anders was Positives hinzufügen? Also irgendwie... Ich dachte eigentlich, ich hätte alles gemacht. 70%. Wer ist das? Nachwuchshausmeister. Da kriegt natürlich auch noch gleich ein bisschen mehr Bezahlung. Ich mache ja gerade auch echt viel Plus. Also ich kann... Bringt das eigentlich auch was für die Attraktivität, wenn man die Preise runtersetzt? Oh, das bringt richtig was. 1%. Ich habe gerade die Preise um 50% verringert und es erhöht die Attraktivität meines Krankenhauses um gerade mal 1%. Wollt ihr mich verarschen? Also dann brauche ich das auch nicht machen. Für 1%. Ja. Also. Jetzt geht's sogar wieder runter, ja klar. Ach komm. Die Preise wieder auf normal, wenn es eh nichts bringt. So, dann kriegt jetzt wenigstens das Personal mehr Geld. Ich finde, das ist, ehrlich gesagt, sehr viel sinnvoller. Kann ich das nicht auch irgendwie alle irgendwie leicht anheben? Oh, ich muss das jetzt echt einzeln machen. Ich kann die Position eines Patienten in der Warteschlange ändern, um ihre Zufriedenheit zu erhöhen. Will ich aber gar nicht. So, wir kriegen jetzt alle mal 1% mehr oder 2%. 2% kommt. Wir haben Tarifvertrag festgelegt, erst 3%, dann später 2%. Ja. So. Dass das nicht alle mit einmal geht, das finde ich irgendwie komisch. Nee, muss ich echt einzeln machen. So, die haben gut verhandelt hier, die kriegen ein bisschen mehr. 2,5%. So. Wie, und kann ich die jetzt nicht alle... Achso, ich muss die alle einzeln anklicken. Oh. Also das mit dem Gehalt, das funktioniert jetzt nicht optimal, würde ich sagen. So. Passt. Ja, aber schade, dass das nicht geklappt hat. Aber irgendwie... Weiß ich nicht so richtig, was ich da noch machen soll. Sind es vielleicht die Broschürenständer? Ich glaube, es gibt noch nicht genug Broschürenständer, oder? Kann das sein? Hier zum Beispiel muss noch einer hin. Wir haben zu viele Hausmeister. Hm. Hier vielleicht noch ein paar Zeitschriften. Hier in der Ecke, da passt doch noch gut sowas hin, oder? Hier, und dann gibt es hier auch noch einen Snackautomaten. Dann können die Leute da auch noch ein bisschen was essen. So. Bringt mir zwar nichts, was die Attraktivität angeht, aber egal. Wer braucht schon Attraktivität, wenn er auch Snackautomaten haben kann? Was ist hier? Ich hätte gerne ein richtig großes, schickes Pausenzimmer. Erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Pausenzimmer. Erreiche die Stufe 4. Was soll das bedeuten? Haben Zimmer Stufe 2. Wie erhöhe ich die Stufe da? Muss das halt einfach größer werden, oder... Ich gucke jetzt mal, also ich bin jetzt Stufe 2, wenn ich das jetzt vergrößere. Ach ne, ich bin jetzt bei Objekte. Wie machte man das? Achso, mit Bearbeiten, ne? Aktuelle Stufe. So, ist das jetzt irgendwie besser geworden? Oh, es ist etwas besser geworden. Gut, dann packen wir da noch ein paar Objekte rein, die das Ganze ein bisschen aufwerten. Objekte habe ich doch geklickt, oder? Ja.
Dann kriegen die, ein Spind ist drin. Kriegen die noch einen Sessel? Da. Ah, noch ein bisschen besser. Ihr habt doch sogar schon Fernseher. Was wollt ihr denn noch? Getränkeautomaten? Eigenen Getränkeautomaten? Ich muss verrückt sein. Das bringt ja überhaupt nichts. Wie groß muss denn dieses scheiß Pausenzimmer sein, dass das alles was bringt? Gut. Kriegt ihr noch eine Palme? Also echt, Juckerpalmen scheinen echt der geile Scheiß zu sein. Habt ihr eigentlich schon einen Mülleimer? Ne, jetzt schon. Noch ein paar schöne Gemälde. Ja. Über der Couch. Sexy. Eine Dartscheibe wäre der absolute Wahnsinn. Aber das kann ich mir natürlich nicht leisten. So. Aber echt, was muss man denn alles da reinstellen in so ein scheiß Pausenzimmer, damit das irgendwie was taugt? Das ist ja echt krass. Hier kommt noch ein Sofa hin. Gut, so. Jetzt habe ich es mega aufgebrezelt. Das ist immerhin schon Stufe 3. Aber irgendwie auf Stufe 4 werde ich damit nicht kommen. Ja, ich habe es versucht. Es wird nichts, glaube ich. Das ist hier. Leider haben wir den Wunsch von Wilbur von der Lippe nicht erfüllen können. Tja, tut mir leid. 70% war halt einfach auch ein bisschen viel. Wie soll ich das denn machen? So viel Krankenhausattraktivität. So viel. Ich habe ja noch nicht mal so viel körperliche Attraktivität. Es geht doch alles gar nicht. Besitze 3 Gebäude. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt einfach mal das 3. Gebäude. Einfach damit ich da diesen Auftrag erfülle. Und an welcher Maschine soll ich jetzt noch ein Upgrade installieren? Ich habe doch gar keine upgradable Machines mehr. Habe ich doch schon mehrmals überprüft. Die sind ja alle schon abgegradet. Man könnte auch mal eine größere Toilette irgendwie bauen. Vielleicht ziehe ich auch das Pausenzimmer um. Dann kann ich die Kardiologie... Vielleicht nehme ich die einfach... Vielleicht nehme ich die einfach mit. Kann man das irgendwie... Wie macht man das denn? Bearbeiten? Kann ich den kompletten Raum einfach irgendwie... Hieß es nicht, ich kann den kompletten Raum umziehen? Wie geht das denn? Objekte schließen, Zimmer verkaufen. Schließen, bearbeiten geht nur, verkaufen. Puh. Wie macht man das denn, Leute? Wisst ihr das? Wie man ein komplettes Zimmer... Ich dachte, man kann die nehmen und umziehen. Ich hatte das so verstanden vorhin. Also in einer der vorherigen Folgen, wo mir das erklärt wurde. Bearbeiten. Ach doch so. Okay, im Bearbeiten-Modus. Weil dann packe ich jetzt nämlich die Kardiologie einfach hier hin. Zuck. Dann habe ich hier Platz. Und baue hier dann ein größeres Pausenzimmer. Da nehme ich das Pausenzimmer. Bearbeiten. Nehme das mit. Die Leute, die hier gerade ein- und ausgehen, die wundern sich aber auch nicht schlecht. Zack. So. So, sehr gut. Dann mal die Sachen hier wegnehmen. Und ihr latscht hier einfach durch meine Wände durch. Ich glaub's ja. Ach, kann ich hier nicht irgendwo... Mann, ich habe hier zu viel Zeug drin stehen. Einfach nur alles, weil ich sie glücklich machen wollte, meine süßen... Mitarbeiter Lies. Türe. So, und hier, nein, nicht die Juckerpalme. Ah! Ich wollte hier einen Raum hinmachen. Ja, es ist jetzt immer noch zu klein, oder was? Ungültige Objekte verkaufen. Aber man sollte doch eigentlich annehmen, dass die das jetzt irgendwie besser finden als vorher, weil es ist immerhin ein bisschen geräumiger so. Naja. Auszeichnung, jährliche Bewertung. Naja, gut. Gucke ich mir gleich an. Jetzt muss erstmal der Fernseher noch
Was? Nein, will ich nicht. Ich will den Fernseher hier noch hinstellen. Und die Pflanzen so ein bisschen mehr an die Wand. Pausenzimmerstufe 3. Immer noch. Ha, es wird halt auch irgendwie nicht besser. Was passiert, wenn ich hier noch ein paar Zeichnungen an die Wand klatsche? Das ändert auch nicht viel. Ja, ich weiß nicht so genau. So, das Gebäude ist fertig hier drüben. Boah, da habe ich ja nochmal richtig viel Platz. Ist vor allem total nah dran an der Siedlung hier hin. Da können die Leute direkt aus dem Wohnzimmer ins Krankenhaus fallen. So, wir haben die möglicherweise zu viele Hausmeister. Ja, man kann auch nie genug Hausmeister haben. Stehen irgendwo zu viele Leute an? Ich denke immer, an den Toiletten müsste es ja eigentlich der Fall sein, aber. Aber irgendwie ist es nicht. Warteschlange. Also eigentlich läuft es wie eine gut geölte Maschine. Nirgendwo stehen Leute an. Ich habe angeblich zu viele Mitarbeiter, aber trotzdem sind die Räume nicht besetzt. Also irgendwie. Fragt man sich manchmal, was ist denn jetzt mit den Krankenpflegern? Die stehen alle auf der Toilette an. Dann baue ich einfach noch eine Toilette. Das kann ja jetzt auch nicht so schwer sein. Dann kommt hier jetzt noch eine zweite Toilette hin, oder was? Ich habe ja jetzt Platz gemacht. Können wir einfach hier noch eine. Ah, shit. Nee. So groß soll die doch gar nicht werden. So. Da ist hier einfach noch ein zweites Klo. Standardisiert gebaut, sieht aus wie das andere. Aber ist umso besser, denn es hat eine Pflanze. Hat das andere, glaube ich, auch. So. Schick. Geiles Krankenhaus, Leute. Geiles Krankenhaus. In dem anderen steht eine Juckerpalme. Hier, das ist das Fikus. Oder Gummibaum. Das ist das Gummibaumklo. Ist viel besser, das bessere Klo. Manu, was muss ich denn noch tun, damit dieses Pausenzimmer geiler ist? Muss es echt viel größer werden? Was muss man denn echt machen? Also ich, warte mal, ich baue jetzt nochmal ein Pausenzimmer komplett von vorne. Ob man das auf Stufe 4 kriegt irgendwie. Es muss ja möglich sein. So, ich mache jetzt mal hier 5x5. Das ist doch dann automatisch gleich super. Weil groß ist immer gut. So, dann kriegt das hier noch einen geilen Fernseher. So. Dann gibt es hier hinten noch ein Sofa. Dann noch ein paar Sessel. So. Dann alle Automaten, die es nur gibt. Ich meine, am Geld mangelt es ja jetzt gerade hier irgendwie nicht. So, noch ein Salz-Snack-Automat. Kann man nie genug haben. Eine Tür sollte ich vielleicht noch einbauen, oder? Ach, eine Tür ist schon drin. Quatsch, habe ich doch sofort gemacht. Dass ich das nicht mehr wusste. Da kommen Mülleimer hin. Feuerlöscher haben wir natürlich auch. Ein Süßigkeitenspender. Süßigkeiten. Lecker. Oh, ich weiß alles über den Reitercharakter. Ihr braucht mir gar nichts mehr erzählen. So. Dann gibt es hier noch schöne Poster an den Wänden. Die Ernährungspyramide, die kann man auch als Krankenpfleger nie nicht genug im Blick haben. So. Das ist doch jetzt mal. Das ist immer noch nicht Stufe 4. Was muss ich denn noch machen? Also. Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn noch rein in so ein scheiß Ding, ey? Ja, die war wieder zufrieden. Ein Adeliger. Ich krieg Adelsbesuch. Vielleicht. Was brauchen sie noch? Was brauchen sie noch? Mehr Pflanzen. Und noch nicht genug Pflanzen hier. So. Das muss es jetzt aber sein. Ach, Mann. Ich check's wirklich nicht. Nicht genug Spinde vielleicht. Vielleicht brauchen die irgendwie so viel, wie es Mitarbeiter gibt, sozusagen.
Also einfach, oder mehr. Erhöht das den... Es erhöht tatsächlich den Level, wenn ich noch... Okay, dann baue ich halt einfach noch... Noch mehr Spinde. Das ist es? Echt ernsthaft jetzt? Mit ein paar Spinden kriege ich es hin? Ja gut, ist ein geiles Zimmer. Ist absolut der Wahnsinn. Ja. Super, jetzt sind alle zufrieden. Alles geil, alles glücklich. Toll. Es gibt's doch nicht. Oh Mann. So, wo soll ich denn jetzt noch ein Upgrade installieren? Das ist das Einzige, was ich hier noch machen muss, um 2 Sterne zu erreichen. Das würde ich schon gerne noch machen. Aber... Ich habe ja keine Maschine mehr, die ich noch upgraden kann. Kann man die Getränkeautomaten upgraden? Irgendwie nicht. Ich lasse den mal reparieren, der sieht nicht mehr so gut aus. Ich habe das doch alles schon 100 Mal angeklickt. Das ist nicht upgradebar. Was will der? Ich stelle gerade eine Perücke her für einen Freund. Ich brauche schleunigst jede Menge Haare. Okay. Erlege 5 Monobiester. Okay. Das sind die Monobrauen, oder? Also die, wenn die Augenbrauen zusammengewachsen sind, da gibt es doch hier diese Krankheit. Aber was passiert denn mit den Monobiestern? Wie fange ich die denn? Ich habe keine Ahnung, wie man Monobiester fängt. Gibt es irgendjemanden, der diese Krankheit gerade hat? Monobraue. Na, ist schon geheilt. Scheiße. Mist. Na gut, mit den Monobrauen beschäftige ich mich dann in der kommenden Episode. Vielleicht finde ich dann auch heraus, welche Maschine ich noch upgraden kann und warum meine Mitarbeiter eigentlich so eine verdammten Luxusfanatiker sind und hier einfach so einen fucking Riesenpausenraum brauchen. Verwöhnte Pussys. Na gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.